Sexuelle Belästigung ist für den Mainstream aktuell ein beliebtes Thema, sofern es um Till Lindemann geht. Als eine CDU-Politikerin in der Sendung Hart aber fair anklingen ließ, dass Frauen im Alltag wohl mehr mit sexueller Belästigung durch Migranten konfrontiert sind als durch Musiker, gefiel Moderator Louis Klamroth das gar nicht. Sein peinlicher Kommentar sorgte in den sozialen Netzen für einen heftigen Shitstorm. Hier der Ausschnitt der aktuell für Diskussion sorgenden Sendung. Ich muss sagen, ich wurde zum Glück noch nie körperlich belästigt. Was ich dennoch als unangenehm empfinde, ist, dass wenn ich durch Brennpunktstraßen in größeren Städten laufe und mir junge Männer, deren Sprache ich teilweise nicht mal verstehe, Sprüche hinterherrufen, da entsteht schon ein Gefühl der Unsicherheit. Das heißt, Sie werden, nennt man Catcalling, glaube ich, da wird Ihnen dann hinterhergerufen oder was passiert? Wie gesagt, das sind überwiegend junge Männer, deren Sprache ich nicht mal verstehe. Ich will gar nicht sagen, sprechen Sie kein Englisch? Nein, das ist auch kein Englisch. Ich spreche Englisch und Deutsch, aber das sind eben andere Sprachen. Und das ist ein gewisses Klientel. Und ich habe auch viele Freundinnen, denen es eben genauso geht. Und ich glaube, wir müssen auch darüber reden, dass wir eben versuchen, in diesem Land einen Teil der Männer, die wir integrieren wollen, die hier eben mit einem komplett anderen Frauenbild herkommen. Ja, nun reden wir davon. Frau Loas. Während Schäfer für ihre ehrliche Aussage Applaus erntete, darf sich Moderator Louis Klamroth im Netz über einen massiven Shitstorm ärgern. Schäfer vermied freilich immer noch, das Problem beim Namen zu nennen und verdeutlichte damit ihrerseits ein Problem der realitätsfernen Politik und auch ihrer Partei, der CDU, deren wichtigstes Anliegen die Distanzierung von rechts und der AfD zu sein scheint. Aber es sind eben keine Chinesen, die sich überproportional oft für Belästigungen und Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen verantwortlich zeigen, sondern Migranten aus islamischen Ländern. Jeder weiß es, aber nur wenige wollen entsprechende Maßnahmen ergreifen, um Frauen zu schützen. Zumindest außerhalb von Rammstein-Konzerten. Dass der Mainstream seit Wochen wegen unbelegter Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wütet, aber vielfach belegte Übergriffe auf Frauen durch Migranten vorzugsweise unter den Teppich kehrt, ist allzu bezeichnend. Die Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Musiker basieren auf Anzeigen Dritter, also von Unbeteiligten. Wenn es tatsächlich zu Verbrechen kam, wo sind die Opfer? Und wieso werden für sie durch Z-Promis bereits Spenden gesammelt, während Opfer anderer Tätergruppen öffentlich keine Stimme haben sollen? Eins steht für zahlreiche User in den sozialen Netzen auf jeden Fall fest. Die schwachen Zuschauerzahlen hat man sich bei Hart, aber fair redlich verdient.